Millet und ich möchten heute mal das Wohnzimmer sauber machen. Und zwar haben wir einen Staubsauger, einen Kinderstaubsauger. Da steht, dass er, der hat eine echte Staubsaugerfunktion, saugt Krümel auch ein. Millet hatte schon mal einen, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, der ist schon kaputt. Genau. Und da kann man nicht einzeln, aber zumindest ist der cool. Millet hilft der Mama auch sehr gern. Ja. Also, ich zeige euch mal das ganz von der Nähe. So sieht es auf der Verpackung aus. Kostet 18 Euro, sage ich gleich dazu, dass niemand fragt. Ist von Topolino. Ja. Wir machen das ganz einfach auf. So, ihr Lieben, unser Staubsauger ist zusammengebaut. So sieht der aus. Hat schönen Griff hier. Kann man schön halten. Hier, wie beim normalen Staubsauger auch, beweglich. Ein- und Ausschaltknopf. Hier drin ist der Beutel oder der Kasten, wo der Dreck reinkommt. Dann wieder zu. Und ich übergebe alles der Millet. Die darf jetzt mal lossaugen hier, Millet. Komm, zeig mal. Ich muss so aufbauen. So, jetzt probieren wir das Ganze mal mit Brösel. Los. Oh, weg. 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 Er saugt keine Brösel auf, sondern auch so Plastik. Styropor. Styropor, oder wie so heißt. Er saugt nur solche an, also ist keine Brösel, aber es macht für die kleinen Kinder Spaß. Und auch für mich. Weg. So, und jetzt gucken wir mal, wo die verschwinden. Da kommt die doch. Kommt sie raus? Ja, cool. Die hat sie aufgesaugt. Ist so Staub und so weiter im Zimmer. Auf dem Laminat wird der bestimmt auch einsaugen. Mhm. Oh, guck, das hat auch eingesaugt. Das habe ich dir doch gesagt. Ja, ja, Feder. Der Feder kann auch raushauen, so ein Mini. Und jetzt mach ich's mal auch mal, dass du es siehst. Okay. Da liegt was. Komm rein. Yay, er ist reingegangen. Der ist echt reingegangen. Bist du echt reingegangen? Da muss man länger drauf bleiben. Ich war gerade drei. Ich habe es drei gezählt und der auf einmal war weg. Wo ist der hin?